Jo Leute, bereit für die nächste Party? Willkommen zurück zum Let's Play Mario Party 1. Im letzten Part haben wir sogar einen Stern bekommen und konnten uns sehr gut unter Beweis stellen. Wir haben viele, viele Minispiele gewonnen. Zwar nicht so viel wie erhofft, aber immerhin einige. So, und jetzt hätte ich gerne eine 10. Und ich kriege eine 1 statt eine 10. Ja, das ist halt. Die Würfelskills hier in dem Projekt sind echt mager. Muss man schon zugeben. Das ist nicht so gut. Aber immerhin der Rest. Immerhin rocken wir die Minigames. So, ich habe kurz die Kameraeinstellung ein bisschen verbessert. Minimal. Marios Big Band, alles klar. What's going on here? Was geht hier ab? Jeppa! Ah ja, ich habe die Trompete, okay. Das Minigame ist auch recht einfach. Immer nur A, wenn es halt unten angezeigt wird. Der Dirigent ist eigentlich auch ganz einfach, einfach nur den Control-Stick des N64, einfach nach links, rechts, nach oben und nach unten, immer wenn es vorgegeben ist. So, genug der Erklärung. Concentration. So. Ja, das ist eigentlich voll einfach. Früher konnte ich das nicht. Ich glaube, ich habe es erst gerafft, wo ich das mit meiner Oma gespielt habe. 2013 oder 14 war es. Das ist schon ein bisschen mager, denn in dem Alter das Game erst zu checken, also das Minigame hier. Aber ich meine, besser spielt als nie. Ja. Ich habe immer einfach irgendwas gedrückt. Ich weiß gar nicht, wie ich das verkacken konnte. Ich meine, das ist ja voll einfach. Das ist ja nur A drücken. Und das ist der Sieg. Wunderbar. Damit haben wir gewonnen. 10 plus, damit haben wir 46 Münzen. So muss das sein. Oh, hier ist noch 10 Runden. Mann, das geht irgendwie schnell, ne? Sorry. Ah, er hat keine Münzen. Er hätte den Stern jetzt kaufen können, ne? Aber er hat kein Money. Das könnten wir nutzen, wenn ich mal gut würfeln würde. Oh, ich dachte, Peach geht auf Bowser. Nee. Wo ist denn überhaupt Luigi? Hm, komm mal, jetzt würfel wenigstens eine 7. Ja, komm. Ach, eine 3. Really? Ich mache eigentlich nichts anders wie sonst, wenn ich das Game privat zocke. Aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Und er macht eine 10. Ja, er will mir zeigen, wie es geht. Macht er auch erfolgreich. Glücklicherweise hat er keine 50 Münzen, denn das habe ich noch vergessen zu erklären. Bei 50 Münzen kann man einen Stern klauen. Entweder des Gegners oder CPUs ist völlig gleich. Er klaut mir allerdings Münzen, was auch nicht so dumm ist. Oh. Sogar 12 Stück, wow. Gott sei Dank kann man nicht jetzt zurückgehen und auf Stern klauen gehen. Man kann immer nur einmal den Geist benutzen. Immerhin. Ba, 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 ba. Hammer werfen, alles klar. Das ist auch ein schwieriges Minigame. So nichts anderes verlangt, außer ja, sammeln. Wobei so chillig ist das nicht mal, weil die CPUs versuchen, die natürlich runterzuschmeißen, ist klar. Aber ist auf jeden Fall machbar. Stüt! Na, ja, ist klar. Nicht mal den Geldsack bekommen wir, Crap. Aber wenn wir. Ah, jetzt haben wir was bekommen, sehr schön. 20 Six, by the way, noch. Das ist ein relativ ein kurzes Minigame, aber ein schönes. Ich mag es, ich feiere es, wenn es dran kommt. Oh yes. Oh yes, jetzt gehen wir ab, du. Jetzt gehen wir ab, du. Jetzt gehen wir ab hier. Holy shit. Oh yeah. Jetzt gehen wir richtig ab. Müssten über 20 gefühlt sein. Mal schauen, wie es letztendlich ist. Spannend, ne? Ja, 18 nur. Ich habe gedacht, wir hätten über 20 gesammelt. Nee. Sind nur 18 gewesen, in Anführungsstrichen nur. So. Sag ich jetzt schon nicht, wie keiner den Stern kriegt, ne? Dabei ist er da. Aber alle würfeln entweder zu wenig oder haben kein Money. Oh. Naja, 10 plus, aber 3 minus, Peach. Das ist nicht so supi. Das ist nicht so supi. Noch. Was ist mit meinem Würfelskill los, sag mal? Der ist irgendwie, der hat keine Lust zu erscheinen. Gut, ist ja erst Part 3 jetzt hier, aber trotzdem. Mehr Skill wäre schon echt nice. Aber kann man halt nicht machen. Der kommt wahrscheinlich noch von alleine. Ich habe das Game ja lange, lange nicht mehr gespielt. Und schon wieder Tauziehen. Das hatten wir ja schon in Part 2. Jetzt kommt das Game allerdings nochmal. Die Games kann man sich ja nicht aussuchen. Das entscheidet ja das Spiel oder der N64, je nachdem. Ist dann schön. Jetzt
versuche ich mal ein bisschen besser zu spielen. Das sieht auch gut aus, sieht auch gut aus. Ah, sie punktet wieder. Ich kann ja gleich mal einen Skandal dazu erzählen. Oh, jetzt gewonnen. Das kann ich ja noch nicht so erzählen, wenn das schon beendet ist. Und zwar, damals gab es nämlich eine große Aufregung im Jahre 1998, denn ein Kiddie hatte das Spiel, Mario Party 1 natürlich, und oder auch Mario Party 2 war da gar nicht mehr draußen. Okay, zurück zum Thema. Jedenfalls hat er das auch so gespielt, also man soll ja die Innenhandfläche auf den Control-Stick legen. Allerdings kann man sich da echt fette Blasen von holen und das war halt damals wohl neu und sollte nicht passieren. Weswegen man da rechtliche Schritte eingegangen ist. Und aber Gott sei Dank ohne Erfolg. Ich meine, wer ist bitte so dumm und legt sie mit Nintendo an? Das ist klar, die haben die besten Anwälte. Ist auch logisch. Aber trotzdem, ja, sie hat halt versucht, kam aber nicht weit. Letzten Endes hat er, glaube ich, in Anführungsstrichen nur, ich glaube, 500 oder 1000 Euro als Entschädigung bekommen. Was natürlich auch eine Menge Money ist, aber trotzdem. Ja, hat das Kind halt ein bisschen vorsichtiger gezockt, ne? Schon wieder Minus. Ah, immerhin, wir haben über 60 Coins. Gerade hatten wir über 70, aber die wurden mir genommen. Luigi, was du machst, ist gerade ziemlich dumm. Weil er geht nicht nur am Geist vorbei, sondern zahlt auch noch unnötig und der Weg ist der gleiche. Also ist eigentlich ziemlich dumm, was er macht. Aber meistens hat das eine Begründung, wenn die CPUs einen dummen Fehler machen, was wir erstmal so empfinden. Basketball. Mhm. Basketball. Habe ich auch mal, glaube ich, in irgendeinem Let's Play angesprochen, ne? Das mit dem Skandal. Habe ich jetzt geklärt. So. So, da la. Peach hat den Basketball, aber in dem Game ist es ein Bob-Omb, alles klar. Und wir müssen ihn natürlich so schnell wie möglich in den Korb befördern, ansonsten explodiert der Bob-Omb. Oder unser Gegner hat den Ball und das ist natürlich alles andere als schön. Ist Luigi mein Team? Nein, ist er nicht. Scheiße. Das ist bitter jetzt. Vor allem, das hätte eigentlich zählen können. Also, come on. Aber das Game ist da ziemlich streng, wie man sieht. Alles klar. Was? Wir kriegen sogar Minus? Okay, das hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Alter, ach du Heilige, ey. Aber solange wir den Stern haben, bleiben wir auf den ersten Platz. Gott sei Dank. Und Yoshi geht anstellen vorbei, alles klar. Na gut, er hat eh kein Geld und jetzt sogar noch weniger. Weil er auf dem Minusfeld gelandet ist. Peach könnte eine Konkurrenz sein. Ja, sogar eine ordentliche. Wenn ich mit meinem Würfelskill so weitermache, dann war es das gleich. Er holt sich den Stern wahrscheinlich in der nächsten Runde. Oh, aber ich würfel einmal im Leben gut. Sehr schön. Ab nach unten mit dir. Sorry für meine Nase, wenn es nervt. Wenn er noch ein bisschen erkältet, hört man vielleicht auch eine Stimme. Yes, ich will kaufen. So, damit haben wir den zweiten Stern. Yes, immerhin. Damit läuft's. Ich stelle mich eigentlich auch, finde ich, ganz gut an, bis auf die Würfelskills. Aber das wird, denke ich, irgendwann noch kommen, wenn ich das Gefühl wieder entwickle dafür. Ah, Yoshi, du schlauer Fuchs, du. Ja. Schon ist der Stern vor seiner Nase und er kann sich den grabben. Tja, ich habe ja gesagt, die TPUs, auch wenn sie für uns erstmal was Dummes machen, in der nächsten Runde zahlt sich das für die beiden aus. Tja, hat man jetzt wieder mal bewiesen bekommen. Naja. Okay, okay, dann geht's weiter jetzt. Ein 1 vs 3 Minigame und es kommt... Ach schade, ich hätte so Bock auf die Röhre gehabt. Aber immerhin nicht bowlen, sondern hau den Münzblock. Ist auch schön. Übrigens, ich hatte übrigens Bock auf die Röhre, nicht auf das Bowlen, sollte ich es gesagt haben. Nur keine Korrektur an dieser Stelle. Wenn nicht, ist es ja gut. Ich habe nicht geschafft. So, so da. Yoshi hat den Hammer. Und wir müssen den natürlich klauen, den Hammer. Ist ja klar. Müssen natürlich nicht, aber es würde um einiges schneller gehen. Na komm schon. Na, ich meine nur diese dreckigen Cent-Dinger. Ich brauche hier mal einen fetten Schein hier. Oder Geldsack halt in dem Thema angesprochen hier bei dem Game. Ja, natürlich können sie ja noch ordentlich ausbremsen, indem sie ein paar Mal auf einen draufspringen und ich kriege da wirklich nur Münzen raus. Das ist echt Pech. Oh, das sind Dinge. Yes! Was für Deppen! Victor! So, Peach ist weg. Und... Oh, das funktioniert. Ich habe mich mehr aufs Vermöbeln konzentriert als auf Sammeln. Hat sich jetzt vielleicht nicht ganz gelohnt, aber ja, für die komplette Verschwendung war es nicht.
Ja, 8 Coins. Immerhin, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich kann nicht meckern. Ist immerhin besser als nichts. So, noch eine letzte Runde hier in diesem Part. Und Yoshi kann sich den Stern grabben, sonst hätte er den ersten nächsten Part holen können. Aber er hat Glück, er hat Glück. Er würfelt eine 2, genau passend. Damit bekommt er seinen ersten Stern. Tja, dies ist halt jetzt sein Glück. Aber wir haben ja schon 2. Von daher, ich gönne ihm den mal. Wo geht er als nächstes hin? Ah ja, da ist er also neben den Wump. Alles klar. Übrigens, der Stern, also Toad, geht auch mal zu Bowser. Das ist dann sehr, sehr unpraktisch. Aber das werden wir noch in Gebiebe sehen, wenn die anderen Bretter drankommen. Hüppapa. Yes, ich habe einen 10. Ich glaube, mein Skill ist wieder da. Yes, ich nehme sie gerne an mich. Blab, 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 blab. Oh yes, ich dachte schon, ich müsste wieder blechen. Allerdings kommen wir umsonst durch. Jo, was mache ich jetzt? Gehe ich den sicheren Weg oder? Nein. Ja doch, ich gehe den sicheren Weg. Ich blech lieber. Klar, der zieht das damit wieder weg, aber scheißegal. Ja, nimm. Lass mich durch, danke. Ich gehe lieber sicher, weil wenn ich auf Fragezeichenfeld komme, dann kann ich wieder nicht mitmischen. Und wir müssen den Stern haben. Die Sterne sind wichtiger als die Münzen. Ist natürlich logisch. So, und Luigi grabt sich gleich mal die 100 Münzen. Ja, moin. Alle gegen Peach. Na, was kommt, was kommt, was kommt? Die Röhre kommt. Yes, Kirmeskran wäre übelst scheiße für uns gewesen. Nee, für Luigi eigentlich, um genau zu sein. Wobei, manchmal greifen die CPUs doch mich an, auch wenn ich überhaupt keine Münzen habe, weil ich halt mehr Sterne habe. Das ist echt asozial, aber das machen die. Ich hoffe, wir werden es aber nicht sehen. So. Hier ist wichtig, die Position zu merken. Wir sind an dieser Stelle in der dritten Reihe. Irgendwie hat meine Steuerung nicht funktioniert. Also das wurde nicht angenommen vom Spiel. Ja, 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 nee, nee, nee. Alles klar. Jö. Na komm schon. Nein. Oh, Peach. Ich glaube, Peach wird so ein bisschen supported von den Spielen. Da habe ich das Gefühl, meine ich das nur. Ich habe da echt irgendwie so ein Gefühl. Naja. Soll Stett gewesen sein für diesen Part. Im nächsten Part geht es dann weiter mit diesem Brett. Vielleicht beenden wir das sogar schon. Sind da schon jetzt 4 Parts mit diesem Brett. Aber das war halt von vornherein, klar. Oh, die letzten 5 Runden. Das sieht nach dem Ende aus für den nächsten Part. Aber ich will euch mal nicht zu viel versprechen. Bleibt einfach dran. Dann werden wir sehen, ob das das Ende ist. Des Brettes zumindest. Oder ob wir noch einen Part damit füllen können. Der Gewinner ist Peach, glaubt er zumindest. Mal gucken, wer letztendlich wirklich gewinnt. Ja, ja, du gibst jetzt 20 Münzen statt 10. Ich weiß, was da abläuft. Er wünscht uns, by the way, dann noch viel Glück. So, Leute, im nächsten Part geht's weiter mit Let's Play Mario Party 1. Würde mich freuen, wenn ihr ein kostenloses Abo da lässt. Ein Like würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns sehr bald wieder. Bis dann und ciao, euer Domitendos.